In unserem heutigen Beitrag stimmt uns Ernst Wolf auf das neue Digitalgeld ein. Also dieses digitale Zentralbankgeld, das würde von der Mehrheit der Menschen auf jeden Fall nicht akzeptiert werden unter normalen Bedingungen, weil damit setzt man sich ja der totalen Kontrolle durch die Zentralbank aus. Also die Zentralbank hat dann die Möglichkeit, einen das Konto zu sperren, die hat das, die Möglichkeit, einem verschiedene Steuersätze aufzuerlegen, einem Strafzahlungen aufzuerlegen, so nach chinesischem Sozialkreditprinzip. Also ich glaube nicht, dass die Menschen das unter normalen Umständen akzeptieren würden. Ich glaube aber, dass die Herrschenden im Moment ein großes Problem haben, wie dieses System genau einzuführen ist. Und deswegen probieren sie das ja aus. Also es gibt ja mehrere Länder, in denen das im Moment ausprobiert wird. Also in der Ostkaribik, auf mehreren Inseln wird es ausprobiert, auf den Bahamas wird es ausprobiert. Jetzt gibt es in Nigeria die erste größere digitale Zentralbankwährung, den eNaira. Also da sind lauter Tests in Gang. Und am weitesten fortgeschritten ist China in der ganzen Sache. In China gibt es inzwischen auf den Handys der Chinesen 140 Millionen Wallets mit digitalem Zentralbankgeld. Das ist also programmierbares Geld, was auch nach ein paar Tagen abläuft. Da wird also im Moment richtig in großem Maße getestet. Und alle Insider erzählen mir, dass China in diesem Rennen also ganz, ganz weit vorne liegt und China auch einen ganz großen Trumpf hat in der Hand. Und zwar China könnte das digitale Zentralbankgeld, also den elektronischen Yuan, sofort auch außerhalb Chinas und zwar in der gesamten neuen Seidenstraße einführen. Und das würde China natürlich einen riesigen Vorsprung gegenüber den USA geben. Also viele Leute merken das heute vielleicht nicht. Also wenn sie mit Apple Pay bezahlen, dann wissen sie nicht, dass sie im Grunde von Apple abhängig sind. Aber in den Köpfen geistert dann immer noch rum, ja, Apple wird ja von den Gesetzen kontrolliert und Apple muss sich an die Gesetze halten. Wie ist es dann aber, wenn der Staat selber das Wallet dann kontrolliert, dann wird es anders sein. Der Staat selber setzt die Gesetze, macht die Gesetze und der hat dann auch mehr Macht als jeder einzelne Konzern. Aber die Staaten selber sind wiederum gekapert vom digital-finanziellen Komplex. Also im Moment ist es so, dass diese Großkonzerne, die großen IT-Konzerne, die großen Vermögensverwaltungen eigentlich die Richtung vorgeben, in die die Welt geht. Und die brauchen dieses digitale Zentralbankgeld. Die brauchen auch die Inflation. Was viele Leute nicht wissen, ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen muss, ist, dass die Inflation ja diese ganz großen Unternehmen in der Plattformökonomie überhaupt nicht berührt. Also wenn man jetzt Amazon zum Beispiel mal nimmt, Amazon ist das völlig egal, ob die Inflation bei 5% oder ob die bei 50 oder 150% ist, weil Amazon verdient immer prozentual. Das heißt, wenn eine Ware heute 5 Euro kostet, dann verdienen die ihrer so und so viel Prozent. Wenn die 150 kostet, werden sie eben das Dreifache davon oder das 30-fache davon verdienen. Also denen ist das egal. Die Plattformökonomie insgesamt, der ist völlig egal, wie weit die Inflation vorangetrieben wird. Und die Plattformindustrie ist ja die Industrie, die die IT-Wirtschaft geschaffen hat. Und das ist die schnellst wachsende Industrie. Und das ist die profitabelste Industrie, die es jemals in der Geschichte der Wirtschaft gegeben hat. In der Gastronomie kann man sehen, wie die Plattformökonomie profitiert und wie der Mittelstand dabei zugrunde geht. Also die ganzen Gastronomen sind ja durch die Lockdowns gezwungen worden, ihre Betriebe zu schließen oder zumindest ganz stark einzuschränken und ihre Speisen dann zu den Leuten bringen zu lassen. Da die ja selbst meistens keine Lieferdienste gehabt haben, hat sich da die Firma Lieferando dann reingedrängt. Lieferando gehört zu Takeaway, sitzt in Amsterdam, ist ein ungeheuer reiches Unternehmen in diesem Bereich, hat inzwischen Foodora aufgekauft, hat Lieferheld aufgekauft, ist in allen möglichen Ländern präsent. Und die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben sich erstmal reingedrängt und haben am Anfang so um die 5% dafür genommen, dass sie das Essen zu den Leuten bringen. Wie ich höre, verlangen die teilweise inzwischen 30% dafür. Und liefern noch nicht mal mehr selber, sondern besorgen den Leuten einfach den Gastronomen die Aufträge. Und zwar haben die das ganz geschickt gemacht. Die stecken mit Google unter einer Decke oder bezahlen Google dafür, dass sie für diese gastronomischen Betriebe Webseiten erstellen, wobei die Bestellungen, die auf die Website gehen, sofort zu Lieferando geht und von Lieferando erst an den Betrieb weitergegeben wird.
Und dafür kassiert Lieferando teilweise bis zu 30%. Und das ist alles legal, das ist alles offiziell. Aber da steckt natürlich die Plattformindustrie dahinter und da steckt auch Google dahinter. Die verdienen daran. Wir sind in einer ausweglosen Situation, weil 2007, 2008 bis 2020 hatten die Zentralbanken noch die Möglichkeit, einmal immer mehr Geld zu drucken und und zum anderen die Zinsen immer weiter zu senken. Aber Okay. im März 2020 sind wir bei 0% Zinsen angekommen, und zwar weltweit. Also null oder zumindest nahe null. Und das bedeutet, man müsste jetzt ins Negative abrutschen. Also man müsste dann die Zinsen ins Negative setzen. Und das Bankensystem, so wie wir es kennen, kann auf Dauer nicht mit Negativzinsen existieren. Es sei denn, man hat tatsächlich Abgaben, aber dann, solange es Bargeld gibt, na, ist es natürlich schwer, die Abgaben zu machen. Und da kommt der Digitale ins Spiel oder kommt tatsächlich, erwartest du einen harten Schnitt, Zusammenbruch, morgen nur noch digital, Währungsreform, pipapo. Was Also denkst du, kommt auf uns zu, auch wenn es vielleicht 2022 noch nicht so weit ist? ich glaube, dass diejenigen, die da an den Hebeln der Macht sitzen, selber noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Also es ist eine mehr oder weniger aussichtslose Situation. Und ich vermute, dass irgendwann so ein harter Schnitt kommen wird. Ich vermute, dass man jetzt im Moment darauf hinarbeitet, den nächsten Crash zu orchestrieren. Dass man jetzt versucht, also im Frühjahr nächsten Jahres, vielleicht sogar ganz am Anfang nächsten Jahres, die Finanzmärkte mal wieder zum Zusammenbruch zu bringen, aber dass man dann mit noch härteren Methoden vorgehen wird und möglicherweise dann tatsächlich das digitale Zentralbankgeld einführen wird, und zwar über das sogenannte universelle Grundeinkommen. Also man muss sich nur vorstellen, dass man jetzt noch mal einen größeren Lockdown erlässt weltweit, dass man die Leute massenweise in die Arbeitslosigkeit entlässt, dann aber nicht mehr so viel Kurzarbeitergeld zahlt wie beim letzten Mal oder möglicherweise dann auch das Kurzarbeitergeld auslaufen lässt, dann hat man Millionen von Leuten, die auf der Straße stehen, die auch kein Geld haben, die also verzweifelt sind und die bereit sind, alles zu akzeptieren, was sie rettet. Und da könnte man dann mit dem universellen Grundeinkommen aufwarten, dass man sagt, pass auf, wir spielen euch eine Wallet auf euer Handy und ihr bekommt pro Monat 800.000, 1.500 Euro und davon könnt ihr dann erstmal leben. Und diese 800 oder 1.000 Euro oder vielleicht auch mehr, die sind aber programmierbares Geld. Das Geld müsst ihr innerhalb eines Monats ausgeben. Das wäre also der Ersatz dann für Hartz IV. Gut, damit würden die Konsumenten nicht auf einen Schlag ausfallen, ansonsten wäre die Wirtschaft sowieso dahin. Das ist genau die Idee dahinter. Und dahinter steht wieder diese Theorie diese Modern Monetary Theory, dass man Geld einfach aus dem Nichts in unbeschränkter Weise erzeugen kann. Man müsste es angeblich nur richtig verteilen. Das ist absoluter Unsinn, weil Geld so nie funktioniert hat. Also wenn man Geld einfach aus dem Nichts schafft, dann ist da kein reeller Gegenwert da. Und dass solche Systeme haben in der Vergangenheit nicht gehalten, die werden auch in der Zukunft nicht halten. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.